In der vergangenen Woche hat eine Eule spätmittleren Alters es geschafft, das Thema Thebats von Elst kehrt zurück erfolgreich zu verdrängen. Vermutlich zu ihrem Verdruss. Es ist eine Frau, die seit Anbeginn ich mich zurückerinnern kann, sich für die Rechte von Frauen und für die Frauenbewegungen zur Gleichberechtigung eingesetzt hat. Alice Schwarzer ist jemand, die den Satz »Du bist ein Mann, also wie lautet deine Rechtfertigung?« wohl nicht nur verinnerlicht, sondern zu ihrem Lebenspathos gemacht hat. Zugegeben, in den 60ern und den 70ern hat Frau Schwarzer einiges in Berlin angestrebt, im Zeichen der Freiheit und Gerechtigkeit. Dass Frauen einen großen Teil der Zeitgeschichte nicht die gleichen Rechte wie männliche Zeitgenossen hatten, brauche ich hier wohl nicht zu leugnen. Wäre ihr Pathos an dieser Stelle so stehen geblieben, würde es diesen Podcast nicht geben, denn bis zu diesem Zeitpunkt hat Deutschland eine Frau wie Alice Schwarzer sogar gebraucht. Alice Schwarzer ist aber auch die Frau, die schon während dieser Zeit hunderttausende Steuergelder hinterzogen hat, die mit ihrer Selbstanzeige eine attraktive Möglichkeit fand, aus der Nummer wieder herauszukommen. Das dürfte jedoch nicht ganz leicht sein. Das Argument der zwei Seiten, das öffentliche und aufschreiende zur Gerechtigkeit im Vergleich zur Eigennützigkeit und Hinterhältigkeit. Jahrzehntelang sprach Frau Schwarzer in Talkshows im Fernsehen und außerhalb und predigte selbst in heutigen Zeiten noch die gleichen Dinge, von denen sie sich eigentlich im Sinne der Zeit hätte verabschieden müssen. Ich erzähle schon von ihrem Zusammentreffen mit Esther Vilar und in der Diskussion zwischen den beiden war es Frau Schwarzer selbst, die sich am meisten von allen wohl eher männlich verhielt. Sollte Alice Schwarzer mit einer ihrer Aussagen recht haben, so hat dies heute nach Bekanntwerden der Steueraffäre wohl kein Gewicht mehr. Es klingt eher wie eine unfreiwillige Dreistigkeit, wie das Hampeln einer geistesimmanenten Emanzensau, die die Wahrheit erst verdreht und dann geschönt hat. Ihre jetzigen Erklärungsversuche, warum sie dies getan habe, wirken wie das Knatschen einer Dreijährigen ohne konzeptionelle Artikulation, ist im Prinzip also genau das, was sie an anderen männlichen Mitmenschen stets kritisiert, hetzerisch patiniert hat. Für mich persönlich bleibt zu hoffen, dass ihr privates Lästerkantinchen Emma den Bach runtergeht und jetzt auch die letzte Frau schnallt, was Emanzipation wirklich heißt, nämlich die Aufgabe eines jeden Menschen, nach Sinnigkeit des eigenen Seins und der Mitmenschen bewusst zu werden. Mit Mann und Frau an sich hat das erstmal rein gar nichts zu tun. Wer sich an Frau Schwarzer ein Vorbild genommen hat, ist selbst schuld. Dieser jemand kann sich vielleicht an das erinnern, was ich über sie und die Gesellschaft differenziert habe. Wer zu dem Ergebnis kommt, der werten Frau Betrügerin immer noch ein Wort abzugewinnen, der sieht dann eben schwärzer als schwarzer. In diesem Sinne, schönes Wochenende.